Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Kriminalität in Berlin ist ja rückläufig. Das ist auch ein bundesweiter Trend der letzten Jahre, den kann man feststellen. Und niemand behauptet, dass man hier die Hände in den Schoß legen soll. Das machen wir auch nicht. Aber was Sie hier permanent betreiben von der CDU-Fraktion, Herr Dregger, dieses Mantra nach dem Motto, alles wird immer gefährlicher, immer schlimmer und die Polizei kann nicht richtig arbeiten, das ist ein schäbiges Spiel mit der Angst, mit dem Sie hier versuchen, politisch zu punkten. Und wenn Sie dann hier noch so Nebelkerzen werfen und über nichts anderes reden als über das Antidiskriminierungsgesetz, das gehört da rein in diese Strategie. Sie schwächen damit das Sicherheitsgefühl der Menschen und das wissen Sie genau, das werfe ich Ihnen vor, Herr Dregger. Was wir hier in Berlin machen und weswegen wir auch die Aktuelle Stunde angemeldet haben, das ist ein anderer Ansatz. Nämlich, wir schauen uns an, wo gibt es in welchen Kriminalitätsbereichen kritische Entwicklungen und dann arbeiten wir gezielt dagegen. Und da gibt es im Bereich der organisierten Kriminalität natürlich einige Punkte, wo sich nach langem Nichtkümmern, auch unter Ihrem Innensenator, Herr Dregger, jetzt endlich mal was bewegt. Wir haben endlich Kollege, eine bessere... Ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Luthe zulassen. Ich möchte ohne Zwischenfragen zu Ende führen. Danke. Wir haben endlich eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Behörden bei Themen wie Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Schutzgelderpressung, Betrug oder Raub. Und es wurde eine Koordinierungsstelle organisierte Kriminalität eingerichtet, damit die ressortübergreifende Zusammenarbeit besser klappt. Wir schaffen uns eine bessere Informationslage, indem wir auch auf Landesebene, Herr Dregger, Sie wissen das eigentlich auch, in diesem Jahr erstmalig ein Lagebild organisierte Kriminalität erstellen. Das ist in Arbeit. Und wir sind hier Vorreiter, Herr Zimmermann hat es schon genannt, bei der Abschöpfung von illegal erworbenem Vermögen. Da gibt es jetzt die extra Abteilung in der Staatsanwaltschaft und da ist auch schon richtig was zusammengekommen, gerade im Immobilienbereich. Und was wir noch erreichen wollen, ist, dass abgeschöpfte Immobilien nicht zum höchstbietenden Preis verkauft werden, versteigert, sondern dem Gemeinwohl zugutekommen, also in die öffentliche Hand kommen. Das wäre eine gute Sache und deshalb haben wir dazu auch einen Antrag im Geschäftsgang. Und ich will an dieser Stelle auch noch mal ein Lob an Polizei und Staatsanwaltschaft loswerden. Ja, hört, hört. Wir hatten in den letzten Jahren ja steigende Zahlen bei Delikten wie Einbrüchen und Taschendiebstahl. Die Zahlen waren so hoch, weil hier auch organisierte, professionelle Banden am Werk waren, im großen Stil vorgegangen sind. Und viele dieser Strukturen sind aufgedeckt worden. Deswegen sinken diese Zahlen. Und gerade hier sehen wir, bei diesen Delikten mit einer richtigen Schwerpunktsetzung, mit aufwendiger Ermittlungsarbeit, mit gutem, qualifizierten Personal, mit einer besseren Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft, mit internationaler Zusammenarbeit. All das passiert und damit kann man effektiv was erreichen, damit kann man Kriminalität senken. Und jetzt staunen Sie mal, liebe CDU. Da braucht man keine neuen Grundrechtseingriffe, da braucht man keine neuen Befugnisse, da braucht man gutes Personal, da braucht man gute Arbeitsbedingungen und genau das schaffen wir hier als Koalition in Berlin, meine Damen und Herren. So, jetzt komme ich nochmal zur sogenannten Clan-Kriminalität. Ich unterstütze konsequentes Vorgehen gegen organisierte Kriminalität und auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen Behörden. Aber ich finde den Begriff Clan-Kriminalität problematisch. Kriminell sind Taten, keine Familien. Straftaten werden von Personen begangen oder eben von organisierten Personengruppen. Und da können auch Personen untereinander verwandt sein, keine Frage. Aber mit diesem Begriff kriminelle Clans, ganze Familien für kriminell zu erklären, das ist stigmatisierend und das hilft auch sicherheitspolitisch nicht weiter, meine Damen und Herren. Und es führt eben auch dazu, dass bestimmte Menschen aus bestimmten Familien eine Wohnung nicht anmieten können oder einen Job nicht bekommen oder schon in der Schule den kriminellen Stempel drauf haben, weil sie den falschen Namen tragen. Und das kann in einem Rechtsstaat nicht sein, meine Damen und Herren. Und das in einigen Familien, die in den 80er Jahren aus dem Libanon nach Deutschland gekommen sind. Dass es Mitglieder gibt, die abgedriftet sind und die ihr Geld mit Straftaten verdienen. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ich sage, da hat die deutsche Politik einen Anteil dran. Von Anfang an hat der Staat klargemacht, dass diese Menschen hier keinen Fuß auf die Erde bekommen sollen. Befristete Duldungen, keine Arbeitserlaubnis,
null Unterstützung, hier anzukommen. Und das, finde ich, ist Integrationsverweigerung durch den Staat. Und da, liebe CDU-Fraktion, ist das eine Entwicklung, die Sie mitgetragen haben, die das mitbegünstigt hat. Da sind die Letzten, die hier nach Maßnahmen wie Abschiebung rufen sollten. Da kommt es auch 30 Jahre zu spät, dass man sich jetzt Gedanken macht, wie man Menschen aus diesen Familien Alternativen aufzeigt. Ich will auch noch mal auf die großen Verbundeinsätze zu sprechen kommen, die ja so eine große Aufmerksamkeit bekommen haben in den letzten Monaten. Ich habe dazu auch einige Anfragen gestellt und finde es auch erstmal eine gute Sache, wenn beim Kampf gegen organisierte Kriminalität die verschiedenen Behörden so gut zusammenarbeiten. In den Antworten auf meine Anfragen, muss ich sagen, wurden mir bislang kaum konkrete Ansatzpunkte zur organisierten Kriminalität genannt. Ich bin ja auch Neuköllner und ich muss sagen, diese Einsätze treffen auch richtig viele Menschen und auch viele, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Und ich bekomme auch Berichte von, ja, sagen wir mal vorsichtig, etwas ruppigem Auftreten der Polizei und nicht immer nachvollziehbaren Maßnahmen bei Gewerbetreibenden, auch bei Shisha-Bars, die sich nicht erklären können, warum ihr Laden dicht gemacht wird und dann wieder aufgemacht wird, ohne dass irgendwie klar war, was sie falsch gemacht haben. So, deswegen will ich hier nochmal betonen, gezielte Einsätze gegen organisierte Kriminalität, ja, Verbundeinsätze, ja, aber Einsätze nach dem Motto, wir gehen jetzt mal flächendeckend überall ganz massiv rein und dann schauen wir mal, was da so ins Netz kommt, das finde ich problematisch, meine Damen und Herren. Und ich warne auch mal vor, sich ausschließlich auf die sogenannten Clans zu konzentrieren. Nach dem Lagebericht des BKA, gab es 2018... Herr Kollege, Kollegen, es wird schwierig zuzuhören. Also ich bitte jetzt ein bisschen noch mehr Ruhe. Ich warne davor. Im Lagebericht 2018 des BKA, da sind 59 Verfahren im Bereich OK in Berlin aufgeführt. Davon sind 5 der sogenannten Clan-Kriminalität zugeordnet. Und deshalb, finde ich, haben auch andere Schwerpunkte mindestens genauso eine Berechtigung. Wir haben zum Beispiel steigende Zahlen im Bereich Betrug im Internet, insbesondere beim Online-Shopping und Kreditkarten. Das ist besorgniserregend und das muss ein Schwerpunkt werden bei der Polizeiarbeit. Wir haben Fälle von dreistem Abrechnungsbetrug in der Pflege. Und da ging es nicht nur um Millionenbeträge, sondern auch um die Gesundheit der Menschen. Und nicht zuletzt dieser ganze Bereich der Finanzkriminalität, von Cum-Ex-Geschäften bis hin zu den Panama Papers. Also da würde ich mir mal so eine öffentliche Empörung und so eine Aufmerksamkeit wünschen, wie bei den Clans, mit Schlagzeilen, mit Talkshows, weil da geht es um richtig viel Kohle, die uns allen hier gestohlen wird, meine Damen und Herren. So, und zu guter Letzt will ich noch einmal anregen, dass wir zusammen über den Tellerrand gucken. Der Drogenhandel macht ungefähr laut BKA 30% aller Verfahren im Bereich OK aus. Gut 10% allein Cannabis. Und ich finde, wo wir hinkommen müssen, das ist, dass dieser ganze Schwarzmarkt keine Grundlage mehr hat, kein Geschäftsmodell mehr ist. Da müssen wir zwangsläufig auch darüber nachdenken, wie wir die kontrollierte Abgabe von bestimmten Drogen regeln. Da wäre Cannabis, finde ich, schon mal ein erster Schritt. Da ist ja R2G mit dem Modellprojekt auf dem richtigen Weg. Aber ich finde, mittelfristig müssen wir weiterdenken, meine Damen und Herren. Und kontrollierte Abgabe heißt nicht Freigabe. Das will ich ja auch noch mal ganz klar sagen. Im Gegenteil, es heißt Regulierung, es heißt Kontrolle, es heißt besserer Gesundheitsschutz. Und wenn es sowas gibt, dann lässt sich auf dem Schwarzmarkt auch kein größeres Geld mehr verdienen. Und deswegen brauchen wir endlich eine neue Drogenpolitik auf Bundesebene. Das wäre ein richtiger Schlag gegen die organisierte Kriminalität, meine Damen und Herren. Denken Sie mal darüber nach. Das muss nicht heute sein, aber vielleicht morgen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.